darf jetzt hier Herrn Wolfgang Schulz begrüßen, Direktor des Hans-Bredow-Instituts. Und wir kommen gerade aus dem Panel Medien und Demokratie. Will ich direkt zu meiner ersten Frage kommen, Medien und Politik. Wie verwoben sind die zwei Bereiche denn überhaupt in unserer Demokratie? Also ich denke, die sind auf unterschiedliche Weise verwoben. Einmal natürlich sind Politiker auf Medien angewiesen, spiegeln sich in Medien in gewisser Weise, erfahren dadurch, was gesellschaftlich wichtig ist. Also insofern gibt es da eine ganz wichtige Verbindung zwischen dem politischen System und dem Mediensystem. Und auf der anderen Seite natürlich gestaltet die Politik, jedenfalls die Medienpolitik, auch die Rahmenbedingungen für die Medien. Das ist bei der Presse relativ wenig und das ist beim Rundfunk eine relativ starke Regulierung. Und darum kreisen auch viele Diskussionen, ob da nicht das Risiko besteht, dass der Staat und Politik, das politische System dort zu stark interveniert und die Meinungsbildung umdreht sozusagen, dass nicht mehr die Medien die Politik kontrollieren, sondern eher andersrum. Genau das ist meine zweite Frage. Wie nehmen denn politische Akteure Einfluss auf die Medien und bauen ihre Macht eventuell sogar aus oder umgekehrt? Ja, wie kann das aussehen? Also es gibt natürlich einen ganz normalen, den demokratischen Weg, nämlich dass man Gesetze beschließt, die etwas mit Medien zu tun haben. Und davon haben wir eine ganze Menge. Wir haben Pressegesetze, die die Grundlage für die Arbeit von Verlagen bilden. Und wir haben Rundfunkgesetze, die etwa die Grundlage dafür sind, dass es überhaupt öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, ARD, ZDF und die damit verbundenen Programme und einen Rahmen für private Rundfunkveranstalter. Das ist sozusagen einfach der normale, formale Rahmen. Dann haben wir aber auch beim privaten Rundfunk über die Aufsichtsinstanzen, die Landesmedienanstalten und beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk durch die interne Kontrolle Gremien, bei denen wiederum auch Politik und zum Teil auch staatliche Vertreter präsent sind. Und das ist häufig Anlass zur Diskussion. Da gibt es gerade ein Verfahren beim Bundesverfassungsgericht, wo kritisiert wird, dass vor allen Dingen der Verwaltungsrat des ZDF, also ein Aufsichtsgremium des ZDF, zu staatsnah besetzt ist, weil da Ministerpräsidenten drin saßen und werden sich vielleicht einige noch an die Diskussion um den Chefredakteur Brender und seine Vertragsverlängerung erinnern. Da wurde sichtbar für viele, dass der politische Einfluss und der sogar staatliche Einfluss hier vielleicht zu stark sein könnte. Wie kann sich denn, um jetzt mal zum Rundfunkbeitragszahler zu kommen, der Einzelne in der ganzen Medienwelt oder auch unter den Öffentlich-Rechtlichen dann partizipieren? Ist das überhaupt möglich, außer sich zu beschweren und Beschwerden eben einzureichen bei diversen Gremien? Also das im Augenblick in der Tat finde ich noch ein bisschen schwach ausgeprägt, was der Einzelne da machen kann. Natürlich kann man immer informell, beispielsweise jemanden, den man kennt, wenn man in einer Partei ist und weiß, dass ein Gremienmitglied auch aus dieser Partei kommt, versuchen, diesen Kontakt zu nutzen. Man kann sich formal beschweren über bestimmte Programme. Das ist auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk vorgesehen. Was es bisher eigentlich noch kaum gibt, sind so richtige Partizipationsmechanismen, dass man also beispielsweise eine Internetplattform hat und darüber abstimmen kann, mit anderen diskutieren kann, was eigentlich Programmformate wären, die man gut fände beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder nicht. Das sieht der öffentlich-rechtliche Rundfunk zum Teil kritisch, solche Ideen, ich würde sagen, zum Teil unberechtigt, weil ich glaube, dass es wichtig ist, auch für die Akzeptanz öffentlich-rechtlichen Rundfunks, gerade bei jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauern. Aber natürlich muss man immer sehen, öffentlich-rechtliches Rundfunkprogramm ist journalistisch-professionelles Programm und das unterscheidet sich jetzt von Dingen, die jetzt eher hobbymäßig gemacht werden. Das wollen wir auch gerade, darin liegt die große Stärke und dementsprechend kann man jetzt nicht erwarten, dass sich öffentlich-rechtlicher Rundfunk dafür öffnet, dass die Programme sehr stark mitgestaltet werden, obwohl auch da gibt es interessante Experimente in Australien beispielsweise. Zeichnen sich denn Tendenzen für die Zukunft ab? Wird die Trennung eher immer schwammiger zwischen Politik und Medien oder wird es genau umgekehrt kommen? Haben Sie auch vielleicht mit Hinblick auf das Hans-Bredow-Institut, haben Sie da Zukunftsaussichten?
Also wir haben jetzt nicht unmittelbar zu dieser Frage Untersuchungen angestellt. Meine Vermutung ist, dass das Bundesverfassungsgericht, ich sprach diesen Fall ja schon an, beim Thema ZDF ein paar Grundsätze festlegen wird. Das wird wahrscheinlich sagen, dass unmittelbar staatliche Vertreter, Exekutive, Ministerpräsidenten, Staatssekretäre in den Gremien jedenfalls nur einen sehr, sehr geringen Einfluss haben dürfen. Insofern wird wahrscheinlich der Abstand ein bisschen größer werden. Auf der anderen Seite muss man sehen, politische Parteien sind die wenigen Institutionen, die wir noch haben in unserer sehr individualisierten Gesellschaft, die sozusagen für alles zuständig sind. Die müssen auf alles eine Antwort haben. Die kriegen Fragen zum Thema Sport und Vereine, genauso wie zu Weltpolitik, wie zu Steuer, wie zu Krankenkassenthemen oder was auch immer. Und deshalb erfüllen Parteien verhältnismäßig wichtige Funktionen für die Integration der Gesellschaft. Und dass sie deshalb eine gewisse Nähe zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk und auch zur Aufsicht über private Rundfunkveranstalter haben, wird wahrscheinlich auch in Zukunft so bleiben. Aber mir scheint wichtig zu sein, dass diese institutionellen Möglichkeiten nicht die einzigen sind, dass es viel Transparenz darüber gibt, dass man weiß, wo gibt es eigentlich solche Einflussnahmen und dass diejenigen, die das ganze System stützen, über ihre Rundfunkbeiträge, dass die auch stärker eine Stimme bekommen. Herr Schulz, ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche noch einen angenehmen Tag. Ja, vielen Dank für die Fragen.